Heidi, du hast eine Schwangerschaftsvergiftung. Ne? Und dann so, Heidi, konzentrier dich, konzentrier dich. Du fällst hier jetzt nicht um, weil es ist sau peinlich, wenn du jetzt hier umfällst. So, okay. Walross ist da. Hilfe, ist zu unbequem. Moment. Jetzt. Hi meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es ein neues Schwangerschaftsupdate für euch. Und zwar spreche ich über die 22. bis zur 29. Woche. Aktuell bin ich jetzt in der 29. Woche. Mein letztes Update, das ging von der 18. bis zur 22. Woche. Und was soll ich sagen? Oh mein Gott, die Zeit, die verfliegt so, so schnell, die rennt. Ich muss teilweise wirklich in meine App schauen, um zu sehen, in der wievielten Woche ich bin. Ich komme total durcheinander. Wir haben halt unglaublich viele Termine im Moment und deshalb verfliegt die Zeit wahrscheinlich so. Also am Anfang war es echt schrecklich. Die Zeit ist nicht vergangen, aber jetzt bin ich tatsächlich schon im dritten Trimester. Oh mein Gott, der absolute Wahnsinn. Und über die letzten Wochen, wie gesagt, spreche ich jetzt einfach mal ein bisschen mit euch. Wer mir auf Instagram folgt, der hat schon gesehen, es standen einige Termine an. Wir waren im Urlaub und die Schule hat wieder begonnen und so weiter. Wichtigen Termine, die gehe ich jetzt einfach mal ganz kurz mit euch durch, beziehungsweise ich erzähle euch, wie es mir eben so geht mit meinem Babybauch, der schon sehr groß ist. Den zeige ich euch dann später. Ich würde sagen, falls es euch jetzt interessiert, was ich so zu erzählen habe, vielleicht wollt ihr euch ja einen Tee holen oder einen Kaffee, dann macht es euch gemütlich. Dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's. Ja, also, wo fangen wir denn an? Ganz krass sind jetzt mittlerweile die Bewegungen vom Baby, jetzt auch gerade wieder. Schluck auf, finde ich sensationell. Hat es ganz, ganz oft, spüre ich ganz deutlich. Ist total süß. Da kommen wir schon zum ersten, zu den Kindsbewegungen. Also es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Mittlerweile sehen es auch schon die Brüder, also ne, wie der Bauch sich hier verformt, will ich mal sagen. Da haben die auch Spaß und sehen eben, dass das Baby sehr aktiv ist. Das Köpfchen war die ganze Zeit nach unten gelegen, was sich natürlich jetzt noch in den nächsten Wochen ändern kann, aber dann hoffentlich wieder zurückwandert nach unten. Das wäre super. Im Urlaub war das Köpfchen hier oben und das war sehr unangenehm, wenn dann die Füßchen so nach unten gegangen sind, ne? So in Richtung Blase und dann bin ich immer total erschrocken. Also das war nicht so angenehm, aber wie gesagt, jetzt ist das Köpfchen wieder unten. Ich finde es ja phänomenal, wenn Frauen wissen, wo welches Körperteil ist. Also das kann ich leider nicht deuten. Ich finde es total faszinierend, wenn man das kann. Ich kann es leider nicht. Also gut, so viel zu den Kindsbewegungen. Total normal, dass man das jetzt eben vermehrt spürt und eben auch sieht, weil das Baby ja dementsprechend jetzt auch schon gewachsen ist und eben groß ist. Ich hatte Mitte August, also am 14. August, einen wichtigen Termin bei einer Ärztin. Da musste ich auch recht weit hinfahren, was kein Problem ist. Ihr wisst, wir leben in einem Dorf und so, es ist normal. Da ging es eben um dieses Organscreening bzw. den Doppler. Also da werden ja alle Organe angeschaut, ob alles richtig angelegt ist. Da wird das Blut der Mutter mit dem vom Kind getrennt. Also da gibt es ja, so ein System halt in deren Apparat. Das war sehr interessant. Als ich reingekommen bin, also ich war mit einer Freundin dort und mit Lissandro, mein Mann musste arbeiten, der Termin war abends um 18 Uhr, auch geil, ne? Habe ich mir auch gedacht, krass. Jedenfalls hat sie mich gleich zu Beginn gefragt, ob ich das Geschlecht wissen möchte. Und das habe ich verneint, denn mein Mann war ja nicht dabei und deshalb kam das für mich nicht in Frage. Ganz, ganz deutlich sieht man das bei so einem Termin. Also es ist eigentlich dann wahrscheinlich nicht zu übersehen. Ich war in der 23. Woche und da sieht man es ja in der Regel, es sei denn, das Baby dreht sich die ganze Zeit so rum, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist dieser Termin speziell für diese Untersuchung, die sehr wichtig ist, dass die ganzen Organe angeschaut werden, dass unter anderem eben das Herz, ob die vier Herzkammern da sind, ob die Niere richtig arbeitet, die Knochen werden ausgemessen, der Schädel wird ausgemessen und so weiter. Also ja, und da würde man dann eben auch das Geschlecht sehen. Aber ich habe es, wie gesagt, verneint. Ja, der Termin, der verlief gut, alles im grünen Bereich.
Da war ich natürlich erleichtert, ne? Ganz klar, so geht es jeder Mama. Am nächsten Tag kam meine Schwester aus London, die war 4 Tage da, das war auch richtig schön. Das war für mich auch nochmal so, ja, eine richtig schöne Zeit. Es war zwar stressig, wir waren auf Baby-Shopping-Tour, sind da 200 Kilometer gefahren. Ich hatte da noch einen Gutschein in dem Geschäft und ich habe mir gedacht, ich gehe mit meinen Schwestern fürs Baby die Erstausstattung kaufen, die übrigens vor mir liegt. Das wollte ich nämlich auch noch abdrehen. Und die Zeit war einfach total schön und die habe ich sehr genossen, gemeinsam mit meiner Schwester Steffi. Allerdings war es dann so, dass mein Mann ins Krankenhaus gekommen ist übers Wochenende. Das war ein totaler Schock. Also ich habe mir das nicht anmerken lassen und ich bin auch ganz, ganz cool geblieben. Ich kann da meinen Körper total lenken. So blöd sich das anhört, aber ich musste natürlich für die Jungs stark sein. Also ich habe das gerade den Jüngsten schon angemerkt, dass sie auch große Angst hatten, genauso wie ich Angst hatte. Gar keine Frage. Aber wie gesagt, ich bin da sehr stark geblieben. Es stand dann auch natürlich im Raum, ob der Urlaub platzt dann in dem Moment, denn 4 Tage später wollten wir in den Urlaub fahren, also 5 Tage später, so rum. Es stand alles auf der Kippe, aber das war überhaupt nicht wichtig, ob wir jetzt in Urlaub fahren. Wichtiger war natürlich, dass mein Mann wieder gesund wird, also gar keine Frage. Aber das waren natürlich lauter solche Gedanken und um alles musste ich mich dann kümmern. Plötzlich war wirklich alles auf mir. Das war richtig krass, die 3 Tage, aber auch das habe ich geschafft. Meinem Mann geht es Gott sei Dank besser. Vielen, vielen Dank natürlich auch an euch für die lieben Genesungswünsche. Ich habe das nicht groß an die Glocke gehangen oder habe mich da nicht weiter aufgehalten mit diesem Thema, weil es doch sehr privat ist. Ihr habt es nur ganz kurz mitbekommen auf Instagram, da war ein Zwischenfall, aber das ist jetzt egal. Darum soll es jetzt gar nicht in diesem Video gehen. Jedenfalls kam das eben noch dazu. Dann stand fest, okay, meinem Mann geht's besser, wir können in den Urlaub fahren. Da war natürlich alles wieder gut und die Sonne war natürlich wieder da. Juhu, wir haben uns alle gefreut. Ich hatte in der Woche noch einen Zuckertest gemacht, also um genau zu sein, an einem Mittwoch, und donnerstags wollten wir in den Urlaub fahren. Und dann rief mich morgens die Praxis an und die meinten dann, der Zuckertest war nicht gut. Also diese 50 Gramm Glucose, ja, irgendwas, ne? Ihr wisst Bescheid, diese Glucosemischung. Und ich dachte mir so, was, wie, jetzt nicht in Ordnung, hä? Und dann hat die Frauenärztin, also die hat mich persönlich angerufen, die meinte dann, nee, also sie müssen nochmal kommen und zwar so bald wie möglich, wir müssen den großen Zuckertest machen. Und da war ich schon so, ja, wie jetzt, ne? Wir wollen heute Abend in Urlaub fahren, ich bin gerade am Koffer packen. Na gut, sagt sie, dann machen wir jetzt eine Ausnahme, sie kommen dann bitte sofort, wenn sie vom Urlaub zurückkommen. Nicht so, okay, alles klar, was muss ich beachten im Urlaub? Ne? Ich kannte mich ja damit überhaupt nicht aus. Das war für mich echt schlimm. Ich dachte dann schon so, komisch, naja, das war bestimmt ein Fehler. Ne? Ich habe ja morgens noch einen Kaba getrunken und deswegen waren die Werte so hoch. Ne? Habe ich mir dann voll eingebildet, ne? War dann nicht so. Also gut, wir sind in Urlaub gefahren nach Kroatien. 15 Stunden im Auto, es ging alles. Also das ist überhaupt kein Problem. Meine Schwester hatte mir diese Strumpfhosen mitgegeben. Ne? Ihr wisst schon, die, ja, mir fällt das Wort nicht ein. Ihr sagt es jetzt wahrscheinlich gerade. Ne? Also Thrombose, genau, Thrombose, Strumpfhosen. Wir haben uns so kaputt gelacht im Auto, mein Mann und ich. Ich habe die nicht hochgekriegt. Ne? Wie eng sind die? Ich weiß, dass die eng sein müssen, aber das war die Hölle. angezogen bekommen. Naja, egal. Jedenfalls ging die Fahrt, wir haben uns dann abgewechselt. Mein Mann fährt immer einen Teil, mitten in der Nacht, meistens so um 2 sagt er dann zu mir, Schatz, willst du jetzt fahren? Und ich denke mir, ja genau, alles klar, dann fahre halt ich, ne? Ich bin ja gar nicht müde. Also gut, bin ich dann bis morgens um 7 gefahren, dann hat er wieder übernommen. Der Urlaub war total schön. Vielleicht habt ihr ja meine Vlogs gesehen. Ich habe eine Morgenroutine abgedreht und eben einen Vlog. Ich habe euch da so ein bisschen mitgenommen. Geplant war, dass die Kamera komplett ausbleibt, aber irgendwie hatte ich dann doch Lust und auch die Kraft. Das ging echt gut und deshalb habe ich mir gedacht, ich nehme euch mit. Vor allen Dingen auf Instagram hatte ich euch ein bisschen was gezeigt und da haben so viele gefragt, wo wir denn sind, ob ich nicht ein Video draus machen könnte. Und ihr hattet so viel Spaß, da eben mit dabei zu sein. Und deshalb habe ich einen kleinen Vlog für euch gedreht. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr gerne mal unten in die Infobox schauen. Verlinke ich euch sehr gerne. Mein Mann konnte sich sehr viel ausruhen. Also
Das war sehr, sehr erholsam, aber so am 6., 7. Tag, wir sind dann so auf heiße Kohlen. Ne? Das merken wir dann, sagt er auch, naja gut, aber jetzt so langsam reicht's dann. Also wir haben auch Ausflüge gemacht, weil wir waren natürlich auch viel am Meer mit den Jungs. Aber irgendwann ist dann gut. Ne? Ich kann das Essen dann auch nicht mehr sehen, ich bin da sehr verwöhnt. Ich brauche meine Nudeln und ja, irgendwie war es wunderschön dort. Aber wir sind dann eben auch immer glücklich, wenn wir wieder zu Hause sind. Die Bella hat auf uns gewartet, die war ja hier. Der Max ist nicht mit in den Urlaub, der musste arbeiten und deswegen hat er auf die Bella aufgepasst. Also das hat alles gepasst. Ja, so viel erstmal zum Urlaub. Und als wir dann hier angekommen sind, mitten in der Nacht, das war 2:30, waren wir natürlich alle total gerädert, mussten alles hochtragen und am nächsten Morgen musste ich um 8 in der Praxis sein, wegen dem Zuckertest. Ja, ich habe mich natürlich total gefreut. Zumal ich da auch eine weite Fahrt hin habe, also ich habe nicht viel geschlafen. Egal, ich habe alles gut überstanden. 3-mal Blut abnehmen, dann diese 70 Gramm Glukosemischung, keine Ahnung, es geht alles, es geht wirklich alles. Ich hatte nicht so viel Sorge, das zu trinken, sondern eher davor, dass es mir nicht gut geht wegen der Blutabnahme, weil mir immer ja, schwindlig wird, aber das ging. Ich habe ganz lieb gefragt, ob ich mich hinsetzen bzw. hinlegen könnte und es war alles überhaupt kein Problem. Da war da so eine Liege und da durfte ich mich drauflegen und dann haben die mir jedes Mal Blut abgezapft. Erst musstest du das trinken, nach einer Stunde wurde Blut abgenommen und so weiter und so weiter. Ihr kennt das Prozedere. Naja, der ist schlecht ausgefallen und deshalb musste ich einen Termin beim Diabetologen machen. Jawohl, gerade ich, ne? Ich dachte mir noch so, hey, Diabetologe, ich ernähre mich total gesund, ich bin voller Spießer und dann kriege ich sowas. Dabei hat es gar nichts damit zu tun. Und das musste ich natürlich auch erstmal lernen, das wusste ich halt nicht. Ich dachte, ich muss Kalorien zählen, da seht ihr mal, ne? Total hohl, aber wenn man sich nicht mit dem Thema beschäftigt, kann man es auch nicht wissen. Also gut, ich muss mir jetzt immer in den Finger pieksen. Eine Stunde vorm Essen, eine Stunde nach dem Essen und es klappt echt super, alles gut. Werte sind im grünen Bereich. Und ja, ich hoffe, dass es nicht noch schlimmer wird und ich hoffe natürlich auch, dass es nach der Schwangerschaft weg ist. Finde ich total komisch, dass mein Eisen in Ordnung ist. Also bei den anderen musste ich Eisentabletten nehmen. Ich nehme allerdings Magnesium, also das hatte ich euch gezeigt, dieses Pulver, weil ich jetzt schon Krämpfe bekomme, Wadenkrämpfe. Und mein Blutdruck, der ist sehr, sehr niedrig. Der ist sonst schon immer sehr niedrig, aber jetzt ist er echt heftig. Und ich stand vorgestern, glaube ich, war es im DM und da habe ich schon gemerkt, lalalala, ich glaube, ich kipp gleich um. Und dann, wie gesagt, meine Körperbeherrschung, dann konzentriere ich mich, ne? Und dann so, Heidi, konzentriere dich. Du fällst hier jetzt nicht um, weil es ist sau peinlich, wenn du jetzt hier umfällst. Und ja, dann habe ich gleich was getrunken und dann ging's. Also das ist so das, was mich nervt. Und ich hatte jetzt an dem Tag, als wir in den Urlaub gefahren sind, dieser Donnerstag, gut, da war ich auch echt, also nicht gestresst. Ich wusste, ich habe viel zu tun, die Koffer waren noch nicht gepackt und abends, ne, kommt dann mein Mann von der Arbeit und sagt, und, Pharma? So 10:30, ne? Kommt er dann nach Hause und will dann in den Urlaub fahren. Und ich muss natürlich alles packen, was kein Problem ist, das mache ich super gerne. Aber morgens hatte ich noch nicht gepackt. Donnerstag ist ja immer der anstrengendste Tag der Woche, das wisst ihr. Da arbeite ich immer zusätzlich noch morgens. Und ich hatte aber im Kopf, kein Problem, gehst einfach an den jeweiligen Schrank der Kinder, meines Mannes, holst die Sachen raus und packst sie in den Koffer. Weil ich ja so gern bügel und das alles eben ordentlich habe, gerne ordentlich habe und deshalb wusste, dass es jetzt nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber man darf dann natürlich die Sachen fürs Meer nicht vergessen, die Sonnencreme, die Medikamente, die Ausweise, alles, ne? Und das sind dann lauter so Sachen, ja, das gehört halt auch dazu, zum Packen. Und deshalb hatte ich im Kopf, okay, ne, mach dir jetzt keinen Stress, aber es ist Stress. So, und dann hatte ich auf dem einen Auge nichts gesehen. Und das war so um, lasst mich nicht lügen, so um 11 vormittags. Und dann dachte ich schon so, ja super, ne? Dein Körper funktioniert gerade so, also dir geht's gut, nur das Auge spinnt. Du musst dich jetzt hinsetzen und hast nicht die Möglichkeit, irgendwas zu machen, weil wenn du nichts siehst, kannst du da nichts machen, ne? Super. So, und dann habe ich mich hingesetzt, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde verging und ich dachte nur so, mein Gott, die Zeit verrennt, ich muss packen. Aber dann ging's wieder. Dasselbe hatte ich dann nochmal im Urlaub, 3 Tage bevor wir gefahren sind.
Und als wir zurückgekommen sind, hatte ich es nochmal. So, und dann wurde ich schon langsam so nervös, weil ich das natürlich auch meinen Mädels erzählt habe und im Bekanntenkreis. Und dann ging es los. Heidi, du hast eine Schwangerschaftsvergiftung. Und ich dachte so, hä, Schwangerschaftsvergiftung, was ist denn das jetzt, ne? Keine Ahnung, kein Plan, was ist denn das? Ja, und da war ich in der 25. Woche und hatte überhaupt keinen Plan, was das jetzt bedeutet. Hatte dann mit meiner Ärztin gesprochen und da sollte ich dann auch nochmal vorbeikommen. Das hat mich dann auch echt beruhigt, weil mich alle in meiner näheren Umgebung verrückt gemacht haben wegen dieser Schwangerschaftsvergiftung. Ich hatte dann auch mal geschaut, was das bedeutet und dann hieß es, also haben ja auch viele gesagt, ja, du kannst eine Frühgeburt haben und das Kind würde nicht überleben, also in der 25. Woche. Und da habe ich natürlich ein bisschen recherchiert, ich habe nicht allzu viel Google gefragt, das soll man ja nicht. Aber, also, das Baby hat schon Überlebenschancen, aber es ist jetzt nicht so prickelnd, ne, wenn es da in der 25. Woche auf die Welt kommt. Und deshalb war ich froh, dass ich einen Termin bekommen habe bei der Ärztin. Und die hat dann gesagt, nee, also anhand ihrer Werte haben sie das auf keinen Fall und wurden alles nochmal kontrolliert und so, ne. Hatte mich total beruhigt, war ich natürlich total froh und habe mir gedacht, super, ne, das fehlt mir noch. Vor allen Dingen, warum machen mich die Leute so verrückt? Aber gut, die haben das ja jetzt auch nicht absichtlich oder mit einem bösen Gedanken gemacht, ne. Die haben sich halt Sorgen gemacht. Also gut, keine Schwangerschaftsvergiftung. In der Zwischenzeit hatte ich noch den 3D-Ultraschall, das war total schön. Da war auch mein Mann dabei, davon hatte ich euch schon erzählt. Also das Video, oh mein Gott, das haben so viele Menschen geschaut, das hätte ich niemals gedacht. Es ging darum, dass die Frauenärztin leider den falschen Namen eingegeben hatte. Wir alle drei auf diesem Bildschirm geglotzt haben, muss ich jetzt echt mal sagen, und uns das nicht aufgefallen ist. Erst als sie fertig war. Und ich dann diese Aufnahmen nicht wollte, weil ich es nicht eingesehen habe, dass da der Name einer anderen Frau stand. Und ich mir gedacht habe, ja, in 10 Jahren, wenn ich mir das anschaue, ist doch total blöd. Dann nehmen wir uns doch lieber nochmal die Zeit. Mein Mann fand das total doof. Aber die Frauenärztin hat es dann auch gemacht. Und auch datenschutztechnisch hätte sie das auch gar nicht gedurft. Ne? Also die hat da gar nicht lange rumgemacht, hat es nochmal gemacht. Leider sind die Aufnahmen dann nicht ganz so schön geworden, aber ich bin einfach glücklich, dass ich die Aufnahmen habe, denn bei meinen anderen Söhnen gab es das nicht und ich bin einfach total dankbar. Und dass ich jetzt diese wunderschönen Aufnahmen habe, also es ist echt faszinierend, wie genau man das Baby sieht in einem 3D-Ultraschall und mein Mann, der hat dann gleich Ähnlichkeiten entdeckt. Ich jetzt gar nicht, aber ja, ich habe da eh keinen Plan. Ne? Also die könnte da auch übers Geschlecht die ganze Zeit gehen und ich hätte überhaupt keinen Plan. Ich erkenne immer nur die Hände und die Füße, die Knochen erkenne ich immer ganz gut, ne? Also wenn sie die ausmisst. Aber sonst bin ich echt eine Niete, was Ultraschall betrifft. Ich kann mir das auch immer gar nicht vorstellen. So. Naja, egal. Also, da hat sie das Baby auch ausgemessen gehabt und da war das Baby schon 830 Gramm schwer und 33 Zentimeter. Das ist jetzt allerdings auch schon wieder 2 Wochen her. Mittlerweile ist das Baby jetzt schon 37 Zentimeter und 1000 Gramm schwer. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn, oder? Ja. Ja, war es das eigentlich soweit? Es war, wie gesagt, wieder super viel los. War alles gut. Mir geht's auch Gott sei Dank gut. Ich bin natürlich auch oft müde, aber es muss ja hier weitergehen, ne? Das macht ja sonst kein anderer und deswegen alles easy going. Ja, okay, meine Lieben, das war es jetzt soweit. Ich habe ganz schön viel wieder geredet. Meine Güte, wenn ich mal anfange, da höre ich nicht mehr auf. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, das kleine, große Update von mir. Das ist jetzt so passiert. Ich bin gespannt, wie es weitergeht auf jeden Fall. Ich wollte es auch hier nochmal ganz kurz anmerken, weil mich super viele fragen, was natürlich klar ist. Ich verstehe euch da und ich bin auch überhaupt nicht böse, wenn ihr mich fragt, was es denn nun wird. Ich habe es jetzt auch schon in den anderen Videos gesagt, aber ich wiederhole es sehr gerne. Wir möchten uns gerne überraschen lassen. Wie gesagt, mein Mann war nicht dabei und ich hätte es einfach blöd gefunden, wenn sie es mir sagt. Und ja, bei den letzten beiden hat mein Mann sich auch überraschen lassen wollen, ich nicht. Und ich habe halt die Dinge dann einfach gekauft, die ja so ein bisschen eindeutig waren, klamottentechnisch oder so. Habe es ihm dann halt einfach nicht gezeigt. Genau, und deshalb ja, war es für ihn dann eben eine Überraschung. Okay, meine Lieben, also, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Ich drehe jetzt den Haul ab
Und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr da auch wieder mit dabei seid. Abonniert einfach den Kanal kostenlos, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich habe vergessen, euch meinen Bauch zu zeigen. Okay, das machen wir jetzt. Moment. Ich muss erstmal hier aus dieser komischen Position raus. So, okay. So. Da ist er, der Bauch. So sieht er aus. Es ist wirklich nur ein Baby drinne. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.